Hallo und herzlich willkommen zum Thema Zahlenmengen und ihre Darstellung auf der Zahlengerade. Mein Name ist Lisa und in diesem Video besprechen wir, wie sich die verschiedenen Zahlenmengen auf der Zahlengerade darstellen lassen. Im ersten Teil behandeln wir die Menge der natürlichen Zahlen und die Menge der ganzen Zahlen. Im zweiten Teil kümmern wir uns dann um Zahlen aus der Menge der rationalen Zahlen. Dafür habe ich mich mit unseren Freunden aus dem Intro-Video an der Zahlengerade verabredet und sie gebeten, ihre fünf Lieblingszahlen mitzubringen. Aber lasst uns davor gemeinsam noch einen Blick auf die Zahlengerade werfen. Vielleicht hast du so eine Zahlengerade schon einmal im Unterricht kennengelernt. Eine Zahlengerade besteht aus einer waagrechten Linie, die an ihren Enden jeweils einen Pfeil hat. Die Pfeile sollen andeuten, dass die Gerade eigentlich noch unendlich lang weitergehen könnte. Allerdings sind dein Blatt Papier oder der Bildschirm irgendwann zu Ende. In die Mitte dieser Zahlengerade schreiben wir die Zahl 0. Sie trennt die Gerade in einen positiven und in einen negativen Teil. Alle Zahlen, die rechts von der 0 stehen, sind positiv und haben das Vorzeichen Plus, das wir aber oft weglassen. Die Zahlen links von der 0 sind negative Zahlen mit dem Vorzeichen Minus. Die Zahlen sind auf beiden Seiten symmetrisch angeordnet. In der Mitte haben wir die Zahl 0. Die Zahl 1 ist einen Schritt rechts von 0. Die Zahl minus 1 ist einen Schritt links von 0. Es macht die Sache leichter, wenn wir uns einige Hilfslinien einzeichnen, um die Zahlengerade einzuteilen. Damit die Schritte, die wir auf unserer Zahlengerade machen, immer gleich lang sind, brauchen wir die sogenannte Einheitsstrecke. Das kann zum Beispiel ein Zentimeter oder ein Kästchen auf einem karierten Blatt Papier sein. Nun können wir ganz einfach unsere Zahlengerade weiter einteilen. Ich mache das hier einmal beispielhaft für die Zahlen minus 7 bis plus 7. Außerdem kann uns die Zahlengerade dabei helfen, Zahlen miteinander zu vergleichen. Je weiter links die Zahl auf der Zahlengerade steht, umso kleiner ist sie. Und je weiter rechts die Zahl auf der Zahlengerade steht, umso größer ist sie. Ich hoffe, du hast bis hierher alles einigermaßen gut verstanden. Schauen wir nun also zu unseren Freunden. Ich bin gespannt, welche Zahlen sie uns mitgebracht haben. Die erste Zahl, die uns Natalie aus der Menge der natürlichen Zahlen mitgebracht hat, ist die Zahl plus 1. Vielleicht erinnerst du dich noch, die natürlichen Zahlen sind alle Zahlen, die ein Plus davor haben. Aber wie schon erwähnt, lassen wir das meistens weg. Um sie auf der Zahlengerade zu platzieren, müssen wir von 0 weg einen Schritt nach rechts gehen, also in die positive Richtung. Dann können wir die Zahl 1 hier hinschreiben. Die nächste Zahl lautet 5. Dafür gehen wir von 0 weg 5 Schritte nach rechts und platzieren anschließend die Zahl hier. Die weiteren Lieblingszahlen von Natalie lauten 2, 7 und 3. Pausiere das Video jetzt und überlege dir, wo du diese Zahlen auf der Zahlengerade hinschreiben würdest. Du kannst dir auch gerne Zettel und Stift zur Hand nehmen und die Zahlengerade aufzeichnen. Hast du die Zahlen an der richtigen Stelle eingezeichnet? Prima, dann lass uns weiterschauen. Als nächstes ist Zeus an der Reihe. Er hat uns seine Lieblingszahlen aus der Menge der ganzen Zahlen mitgebracht. Die erste Zahl lautet minus 7. Um die Position dieser Zahl auf der Zahlengerade zu finden, gehen wir von 0 weg 7 Schritte nach links, in die negative Richtung. Nun können wir die Zahl minus 7 hier platzieren. Eine weitere Lieblingszahl von Zeus ist 4. Das bedeutet also, dass wir von 0 weg 4 Schritte nach rechts gehen und anschließend die Zahl hier platzieren. Nun kannst du das Video pausieren und es mit den Zahlen minus 3, minus 4 und 3 selbst versuchen.
Die Zahlen minus 3 und minus 4 liegen links von 0, direkt nebeneinander. Die Zahl 3 schreiben wir an jene Stelle, wo auch Nathalie ihre Zahl platziert hat. Wir merken uns also, die Menge der natürlichen Zahlen umfasst sowohl die Zahl 0 als auch alle ganzen Zahlen, die sich rechts von 0 auf der Zahlengerade befinden. Dasselbe gilt auch für jene ganze Zahlen, die positiv sind. Die ganzen Zahlen können aber auch negativ sein. Deshalb ist die Menge der natürlichen Zahlen ein Teil der Menge der ganzen Zahlen. Jetzt weißt du, wie man natürliche und ganze Zahlen auf der Zahlengerade darstellen kann. Wenn du neugierig geworden bist, wie das mit den rationalen Zahlen funktioniert, dann klick einfach weiter zum zweiten Teil. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und vielleicht bis gleich.